Auch wenn hier weiterhin die Funken fliegen, die Stahlindustrie ist nur einer der vielen Wirtschaftsverbände, die pessimistisch ins neue Jahr gehen. Das Ergebnis der neuesten Verbandsumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft ist eindeutig. Von den 47 teilnehmenden Verbänden bewerten 30 die Lage schlechter als im Vergleich zum Vorjahr. 11 sagen, sie sei gleich. Lediglich 6 sprechen von einer verbesserten Lage. Positiv vorausblicken zum Beispiel die Ernährungsbranche oder auch der Tourismus. Doch generell gilt, die Aussichten auf das kommende Jahr seien alles andere als sonnig. Zum einen ist nur im Jahr 2009 in der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise das Ergebnis unserer Verbandsumfrage noch schlechter gewesen in vielen Dimensionen. Und zum anderen haben wir kaum 2 Jahre in unserer langen Zeit, in der wir Verbandsumfragen gemacht haben, hintereinander erlebt, die auf ein schon schlechtes Jahr nochmal ein so schlechtes obendrauf setzen. Kein einziger Verband geht für das kommende Jahr von einer wesentlich höheren Produktion aus, gut die Hälfte sogar von einem Rückgang. Globale Krisen und das hausgemachte Haushaltsloch der Bundesregierung sind Gründe, die viele Branchen nur unsicher planen lassen. Eine Forderung, um aus der Krise herauszukommen, investieren und den Fachkräftemangel bekämpfen. Ich würde oft hoffnungsfroher in die nächsten 2-3 Jahre schauen, wenn es tatsächlich gelingt, das Investitionsthema ernst zu nehmen. Denn wir sehen ja an einer anderen Stelle auch, wie die demografische Alterung drückt. Das erste Mal erwarten wir, dass die Erwerbstätigkeit wieder zurückgeht. Nicht, weil Arbeitsplätze freigesetzt werden, sondern wir keine Menschen haben für diese Arbeitsplätze. Auch Fachkräfte aus dem Ausland könnten helfen, dieses Problem zu lösen.